Hi, welcome to the Screw Up Exchange. My name is Patrick. My name is Strashko. So today is going to be a German episode. I hope you enjoy it. We have our guest, Dirk Pollinger. Dirk, kannst du ein etwas über dich erzählen? Ja, erstmal hallo von meiner Seite. Ja, natürlich. Mein Name ist Dirk Hollinger, ich bin 48 Jahre alt und bin ein Stück weit gemeinsam mit euch oder Drasko auch ein Stück weit bekannt durch die Karriere bei Daimler. Da hat sich das Ganze etwas getroffen. Angefangen habe ich bei Daimler 99, bin da eingestiegen. Und bin relativ schnell zu dem Thema Produktionssystem gekommen und das hat mich dann das ganze Lean-Thema sehr, sehr lange nicht mehr losgelassen und hat mich heute auch noch fest in der Hand. Kurze Frage, das weiß ich zum Beispiel jetzt nicht. Ich weiß, wir haben uns getroffen beim Daimler, glaube ich, erstmal bewusst, wir zwei, als du nicht mehr beim Daimler warst. Warst du davor bei Truck oder bei PKW? Ich war bei PKW in Sindelfingen, habe da, wie gesagt, relativ schnell nach der Nachwuchsgruppe angefangen, das Thema Produktionssystem zu besetzen, war dann dort Projektmanager in Sindelfingen im Werk, was ganz interessant war, habe da auch viele Dinge ausprobieren dürfen und auch viele Fehler gemacht, aus denen ich gelernt habe. Ja. Und in dem Rahmen wurde ja diese MPS-Office oder MPS-Expertenausbildung aufgebaut. Da habe ich auch noch ein bisschen mitgefeilt und durfte die dann später selber durchführen. Und so bin ich dann im Prinzip zu dem Thema Lean gekommen. Das war so mein Background. Habe dann dort, ich glaube, nach der Ausbildung 2003, 2004 nochmal fast 2 Jahre als interner Lean-Experte dann gearbeitet und bin dann dort nach 2006, glaube ich, dann irgendwann ausgestiegen und dann hat mich mein Weg da weitergebracht in andere Gefilde. Okay. Ich war neulich in dem MPS-Office, also praktisch in Untertürkheim, und es gibt immer noch diese Ahnenwand, haben die das, glaube ich, genannt, also wo alle, die die Expertenausbildung bei PKW gemacht haben, also noch so ein Bild hängt. Und du, dein Bild ist auch noch, du bist natürlich ganz weit am Anfang. Du siehst heute ein bisschen besser aus als damals. Wie wir alle natürlich. Ja, es ist schon interessant, aber das sind schon viele Menschen durch diese Ausbildung gegangen, auch bei PKW und auch bei Truck. Ja. Also mir hat es sehr, sehr viel gebracht. Ich zehre da heute noch davon. Und als ich dann, ich knüpfe da jetzt einfach an, als ich dann Daimler damals verlassen habe, da hat es mit der Karriereplanung nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann irgendwann siegt dann die Unzufriedenheit, dass man sich dann verändern muss. Also quasi die Krise muss groß genug werden, dass da was passiert. Da bin ich dann zu Porsche Consulting gegangen, zum Thema Produktion und Logistik, schlanke Produktion und Logistik. Mein Wunsch war aber dort, jetzt nicht was komplett anderes zu machen, weil mir hat ja die Arbeit eigentlich Spaß gemacht, aber ich wollte einmal ausprobieren, ob das Ganze auch funktioniert, nicht im Automotive-Umfeld und auch nicht in dem Umfeld, wo man Beziehungen hat und schon alles kennt, ja, oder viel kennt. Und deshalb hat es sehr gut funktioniert mit im Stahlwerk Lean machen und so weiter bei Staplern und allem, was dazugehört. Also das war sehr, sehr interessant und das hat mir auch, ich sag mal, nochmal Bestätigung gegeben, die ich mir da erhofft habe. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gesehen, wie gut man eigentlich mit dieser Ausbildung aufgestellt war bei Porsche Consulting. Das war schon sehr nett. Ich hätte jetzt mal einfach gesagt, man ist da locker beim ersten Drittel irgendwie mit dabei, weil man einfach ein sehr viel Allround-Wissen hat zum Thema Lean und sehr viele Gewerke und so weiter kennt. Deshalb war das eigentlich eine sehr, sehr nette Absprungbasis und hat sich da auch nochmal absolut ausbezahlt im Sinne von, dass man einfach mit einem sehr guten Setting dorthin geht und auch dort dann dementsprechend erfolgreich sein kann. Ja. Und bist aber jetzt auch nicht lange bei Porsche Consulting geblieben. Also wie lange warst du denn dort?
Nee, ich war da 2 Jahre. Das war eine sehr gute Zeit. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt, habe da auch viel Bestätigung auch bekommen, dass es funktioniert und auch der Ansatz gut funktioniert. Dann war irgendwie, hat mich das, wie soll ich sagen, das Gen gejuckt. Ich glaube, ich muss mich zu 100% variabel aufstellen, weil ich ein Stück weit gemerkt habe, ja, in einer Anstellung ist man dann sicher auf der einen Seite, aber man hat halt einfach nicht den kompletten Erfolg, den man vielleicht selber einfährt, kriegt man dann eben mit. So ein Beispiel war, in der Zielvereinbarung waren 176 Tage beim Kunden. Dann hat man 100% der Zielvereinbarung in dem kleinen Punkt erreicht. Das war natürlich sehr gut beeinflussbar und ist auch sehr gut rechenbar. Ich habe dann über 200 Tage gehabt und habe dann meinem Chef gesagt, Mensch, das ist ja ganz einfach zu rechnen, wie viel Prozent ich erreicht habe. Und der war da der Meinung, nee, das sind 100. Und ich gesagt, nein, das ist mehr. Und ich will das jetzt nicht so aufbauschen, aber das war halt einfach. Ich habe mir zugetraut zu sagen, komm, das funktioniert auf tatsächlich nicht einem variablen Anteil von 20 oder 15% zu sein, sondern auf 100%. Und das heißt, ich mache mich selbstständig. Ja. Da war das dann auch ganz eine nette Geschichte. Ich hatte da die Möglichkeit, dann mit einem Einjahresvertrag zu starten, weil ich dann auch lange genug wieder von Daimler weg war, war, ich sag mal, der Verdaufaktor für das Unternehmen dann ausreichend. Und ich habe dann tatsächlich dort auch sogar wieder ein bisschen angefangen in meiner Selbstständigkeit 2008 für Daimler als externer Lean-Trainer dann zu arbeiten. Und das hat sehr gut funktioniert. Ich würde jetzt mal ziemlich genau sagen, ein Jahr lang. Und dann kam die ganz üble saure Gurkenzeit für Berater 2009, 2010. Aber das ja, ist dann wieder eine andere Story. Ja. Ja, wahrscheinlich war nicht gerade so, wenn man sich zur richtigen Zeit, war das ja wahrscheinlich nicht die richtige Zeit, ein Unternehmen zu gründen. Willst du da ein bisschen was darüber erzählen, wie sich sowas anfühlt und was man daraus gelernt hat für heute? Also heute sind wir ja in einer ähnlichen Situation, ne? Absolut. Also das war schon damals, als ich 2005 weggegangen bin bei Daimler. Ein Stück weit haben sie gesagt, alle Mensch, bist ja verrückt, jetzt da zu gehen, ist ja bescheuert. Das Gleiche war dann auch wieder bei Porsche zu gehen. Porsche war da, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwie so drumherum VW zu übernehmen. Das war gerade so die Zeit. Aber ich war da auch ein Stück weit sehr ungeduldig, ja, und auch ein ganz klein bisschen naiv, ja, und hab dann gesagt, komm, das wird schon klappen, das funktioniert. So eine kleine Story noch dazu. Das war auch der Zeitpunkt, als ich umgezogen bin von Böblingen ins Badische wieder, ja. Und das heißt, ich habe dann dort noch ein Haus gehabt. Wir haben dann hier in Gaggenau ein neues Haus gekauft. Ich bin dann zur Bank, habe dann die beiden Geschichten auf den Tisch gelegt und habe gesagt, für das eine brauche ich eine Zwischenfinanzierung, für das andere eine Neufinanzierung. Hier sind meine drei letzten Gehaltsnachweise von Porsche Consulting und zum 31.12.2007 habe ich gekündigt dort. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, das war jetzt nicht so clever, beziehungsweise auch gemerkt, was das dann mit einem macht, auch, ich sag mal, wenn man dann selbstständig ist, in der Wahrnehmung von Banken und Krediten und so weiter, da ist es dann ein bisschen anders und damals noch etwas legerer, als es wahrscheinlich heute auf jeden Fall ist. Ja. Also, das heißt, das war ein Stück weit, wollte ich das unbedingt tun. Ich habe schon vorher immer geliebäugelt, mich selbstständig zu machen und habe dann tatsächlich da den großen Schritt gemacht und mich voll selbstständig gemacht. Aber wie gesagt, das war ja auch etwas mit, was heißt mit Risiko verbunden. Ja, klar, man denkt eigentlich, oder ich habe da nicht so drüber nachgedacht, ich habe gedacht, das wird schon funktionieren. Und das hat ja auch dann am Ende funktioniert. Ja. Aber nach einem Jahr, wie gesagt, war dann diese saure Gurkenzeit für Externe. Und da hatte ich dann auch ein bisschen Glück und eine Anstellung oder was heißt eine Anstellung, einen Auftrag bekommen
Erst als Produktionsleiter in einem Schwerlastkranwerk in Hamburg. Und nach 3 Monaten war ich dort Produktionsleiter und technischer Geschäftsführer. Also das heißt, 450 Leute haben zu mir gehört und für die war ich verantwortlich. Und die 10 im Service und im Vertrieb, für die war der andere Geschäftsführer verantwortlich. So, jetzt hast du da so ein Riesending an der Backe und ja, wird schon funktionieren. Welche Verantwortung, dass man da dann tatsächlich aber übernimmt, das ist eine ganz andere Hausnummer. Und da, wie gesagt, das habe ich ein Jahr lang komplett Fulltime gemacht, dann nochmal danach ein Stück weit betreut, nachdem ich dann einen Nachfolger gefunden hatte dort für mich, weil das hat angefangen mit einer, ich sag mal, dieser klassischen Beraterwoche, 4 Tage dort und so weiter, ne, und dann irgendwie wieder zu Hause. Und am Ende war es dann 5 Tage dort, 6 Tage dort, 7 Tage dort. Also dann kann man es dann vergessen. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dann knarzt es auch mit sowohl der eigenen Belastung, also da bin ich bestimmt auch an meine eigene Belastungsgrenze gekommen, als auch mit dem ganzen Thema Familienleben und so weiter. Das war dann etwas riskant für die langfristige Zukunftsplanung. Deshalb musste ich das dann auch wieder verändern und das hat dann gut funktioniert. Aber über die Zeit hat es mich gut gebracht und es war sehr, sehr hilfreich, ja, da nicht gleich nach einem Jahr in ein Loch zu fallen, was halt zu lange eventuell währt. Das ist ein interessanter Aspekt. Du bist ja praktisch als Berater groß geworden und dann praktisch übernimmst du eine Verantwortung. Und den Beratern tut man das ja immer, sage ich mal, als Nachteil. Wir sagen, ja, gut, die können ja nur beraten, die können ja nur zeigen, was nicht läuft. Aber wenn sie selber mal in der Funktion sind, dann können die das gar nicht. Also, oder, und ich glaube, da ist sicherlich auch was dran. Nicht jeder ist ja so. Was hat denn das mit dir gemacht? Wie bist du dann praktisch, wie hast du es dann doch hingekriegt? Was hat das ausgemacht an dir? Ja, also das war durchaus interessant, auch ein absoluter Rollenwechsel. Ich sag mal, ein Stück weit ein Führungskräfteverständnis entwickelt man ja, wenn man da unterwegs ist. Und ich habe mir das auch zugetraut, wollte das auch auf jeden Fall, auch damals schon bei Daimler und auch bei Porsche Consulting hat es dann auch geklappt. Deshalb hat man da so ein bisschen ausprobiert, aber wenn man dann tatsächlich so viel Verantwortung hat und so viele Mitarbeiter dann für die verantwortlich ist und das sind dann andere Entscheidungen, die man da treffen muss. Ich sag mal, ich möchte jetzt da niemandem zu nahe treten in einem Großkonzern. Da kann man im Prinzip ja gar nicht wirklich richtig entscheiden, ohne dass da Hosenträger, Gürtel und alles Mögliche noch mit dabei ist und irgendwelche Leute, die dann alles abnehmen, ja. Und dort heißt es halt, ja, jetzt müssen wir halt den 80 Tonnen Deckenkran überbrücken und mit einer Sondergenehmigung irgendwie 10% überbelasten, mit dem Risiko, dass er uns verreckt oder das Dach einstürzt. Ja. Und da muss ich dann unterschreiben, dass das mal einmalig geht. Ansonsten ist der Kran halt heute immer noch in der Halle. Ja. Und das ist dann erlaubt, ja, aber du übernimmst halt tatsächlich das volle Risiko, ja. Und mit dem Thema Führung und ob das dann funktioniert, ich zehre da heute immer noch sehr viel davon, aus der Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und es ist einfach was anderes, wenn man auch von der Akzeptanz her, wenn man sagt, ich habe sowas mal für eine längere Zeit gemacht, dann geht es halt weg von den Beratern im Sinne von man musste, man sollte mal, sondern jetzt mache ich halt. Ja. Und das war schon sehr interessant, aber es hat auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Es war ein schöner Umgang auf der einen Seite. Es war nicht stressfrei, überhaupt nicht, aber das war völlig okay. Ja. Dirk, ich habe eine kurze Frage. Ich denke, dass jeder von verschiedenen Firmen lernen kann. Was waren die besten Dinge, was hast du gelernt hast? Was ich gelernt habe, also ich habe überall was mitgenommen, auf jeden Fall. Also sowohl in meiner ersten Zeit in dieser quasi Lean-Expertenausbildung, da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Ich habe mitgenommen, dass man sich in ein Gewerk komplett neu einarbeiten kann und damit ein bisschen Hilfe relativ schnell laufen kann. Und wenn man da, ich sage mal, den richtigen Blick dazu hat, ein Stück weit auch recht schnell sich neue Dinge erschließen kann. Durch das Thema, dass wir ja quasi als Berater dann so viel sieht, immer wieder eine neue Firma, muss man sich dessen aber auch bewusst sein. Also ich würde jetzt mal sagen, gelernt zu lernen. Ja, das war so meine größte
Errungenschaft ein Stück weit, dass man ganz bewusst merkt und dass das auch tatsächlich Spaß macht. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe in einen neuen Bereich und in eine neue Firma, dann ist erstmal, wird man ja relativ gesehen dümmer, ne? Also ich erkläre es. Du hast ein gewisses Know-how. Jetzt kommt da ein Bereich, der öffnet sich für dich, von dem du vorher überhaupt noch nichts gewusst hast. Und der ist komplett unbekannt. Also das heißt, relativ gesehen wirst du dann erstmal dümmer. Das kannst du aber dann wieder neu erschließen, diesen Bereich. Und das funktioniert sehr gut. Und auch sehr schnell. Und ja, also das ist so, einerseits das Interessanteste und auch das, was man, wo man auch am schnellsten eigentlich dann ja auch mit beeindrucken kann, wenn man sich relativ schnell zurechtfindet in dem Bereich, Dinge sieht, die andere vielleicht nicht sehen. Also dieses Sehen lernen, das habe ich überall ein Stück weit versucht mitzunehmen und lerne heute immer noch, wenn ich in Firmen gehe. So, unsere Ausbildung, also das bringt mich jetzt auf den Gedanken, also unsere Ausbildung, die Expertenausbildung, die wir jetzt alle genossen haben beim Daimler, ging ja, sage ich mal, ein Jahr lang und ich habe mich dann so gefühlt, jetzt kann ich das, ja. Und ich habe jetzt das ganze Thema drauf und ich wusste es eigentlich schon vorher, war ich ja schon der Lean-Experte. Und irgendwann mal merkt man so nach 2, 3 Jahren erst, wie viel man sich denn eigentlich danach noch weiterentwickelt. Und also ich gebe dir da vollkommen recht, es hört nicht auf, aber dieser Buchschluss, und das ist, glaube ich, auch so etwas, was ich als Manko sehe, ist, nach einem Jahr bist du schon ausgebildeter Experte, haben wir das genannt. Und das, was ich auch irgendwann realisiert habe, das Lernen zu lernen, das geht ja danach weiter und weiter. Aber da muss man sich erstmal, glaube ich, selber auch grounden und sagen, okay, so gut bin ich noch gar nicht. Und das sind verschiedene Sachen, die man dann auf einmal an sich auch lernt, ja. Also das ist eine sehr interessante Diskussion, die führe ich auch ganz, ganz oft mit Kunden. Und tatsächlich ist es sehr oft so, dass man dann beim Kunden ist und dann merkt, er glaubt, er weiß schon alles, ja. Also er hat vielleicht schon alle Begriffe gehört und weiß, was hinter den Begriffen steckt und so weiter. Aber tatsächlich, also ich sage dann auch ganz offen, also es ist nicht schlimm, wenn du das jetzt noch nicht verstehst. Ich habe da auch 4, 5 Jahre gebraucht, bis ich es dann final richtig komplett verstanden habe. Aber diese Erkenntnis, wie gesagt, dass es dann dementsprechend immer noch Gaps gibt, die man schließen kann und schließen muss. Ja? Und diese Offenheit, das zuzulassen und auch zuzugeben, dass man einfach nicht alles weiß. Da bin ich dann auch manchmal so weit, dass ich beim Kunden auflege, da diesen einen Spruch, der erste Schritt zur Weisheit ist zu wissen, dass man nichts weiß. Ja? Und wenn man sich da nicht drauf einlässt, dass es einfach Dinge geben kann, die ich noch nicht weiß, dann ist es einfach sehr schwierig, da auch, ich sag mal, neue Konzepte oder in Summe neue Themen einfach dann anzugehen. Unser Spruch bei Coros ist im Prinzip immer so ein Stück weit, ja, der Kunde, der weiß halt nicht, was er nicht weiß. Ne? Deshalb denke ich, er weiß schon alles, ne? Aber er weiß es eben nicht. Woher soll er es wissen? Ja? Also ist es unser Job, da, ich sag mal, den so langsam und in seinem individuellen Tempo ranzuführen. Aber oft funktioniert es ganz gut und je mehr und je länger wir mit dem Kunden zusammenarbeiten, desto offener wird das Ganze, die Umgebung und auch umso fruchtbarer ist dann nachher der Boden in die Richtung. Ja. Ja, vielleicht Hypothese dazu, warum das so ist, ist, wenn man es irgendwann mal anfängt, mit dem Menschen in Kontakt zu treten, auf der menschlichen Basis, hilft das wahrscheinlich da. Und wenn man das nicht nur auf der technischen Ebene macht, dann erreicht man ja die Menschen nicht. Ja. Und das ist ja in unseren Projekten ja oft so, wenn wir Projekte gemacht haben und das nur ums Technische ging und dann ist es danach wieder zerfallen. Das ganze Ja, Gerüst, das wir aufgebaut haben. absolut. Also das ist sehr, sehr, das ganze Thema Nachhaltigkeit, das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderer Punkt, ein ganz, ganz großes Thema eigentlich. Ich sag mal, man kann ja da, ganz oft sieht man ja, dass nach den Projekten, dann werden die Sektflaschen aufgemacht und die Korken knallen und so weiter. Und wenn man dann irgendwie 3, 6 Monate später wieder kommt, dann ist es wieder im Sande verlaufen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, boah, warum? Ja, also da könnte man wahrscheinlich einen separaten, sehr, sehr langen, mit einigen Folgen Podcast draus machen. Ja.
Vielleicht machen wir den ja. Aber das ist ja ein interessanter Punkt, ist, wie kommt man, wie ist denn das jetzt außerhalb dieses großen Unternehmens Daimler und wie schnell oder wie erreicht man dort Nachhaltigkeit? Ich denke, es ist gar nicht so die Frage, jetzt, ob man jetzt bei Daimler ist oder nicht bei Daimler oder bei jemand anderem. Das ist gar nicht die Frage, sondern es hängt im Prinzip immer sehr stark ab von den handelnden Personen und das ist gar nicht unternehmensabhängig. Natürlich hat ein Unternehmen irgendwo eine Kultur und die Kultur fördert es eher oder fördert es eben nicht so stark. Aber auch wir sind einfach da noch nicht so weit hier bei uns in dem Breitengrad. Dass es immer durchgängig irgendwo das Thema Nachhaltigkeit dann angegangen wird, beziehungsweise sichergestellt wird einfach. Und das hat, ich sag mal, unterschiedlichste Gründe von Themen, die einfach zu viel sind, bis über Führung, die einfach unterschiedlichst verstanden wird und interpretiert wird. Also das sind, denke ich, ganz, ganz unterschiedliche Gründe, warum das dann funktioniert oder nicht funktioniert. Und ich würde es tatsächlich nicht am Unternehmen festmachen, dass es jetzt bei dem einen Unternehmen tatsächlich immer funktioniert und beim anderen nicht. Ich habe da noch ein gutes Beispiel dafür. Auch in dem Lighthouse, das wir mal gemacht haben, war tatsächlich auch nach mehreren Jahren, da wurden alle Führungskräfte da ausgetauscht und alle, die im Prinzip diese Journey mitgemacht haben, die haben da den Bereich verlassen. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn jemand diesen Prozess nicht miterlebt hat, auch im Kopf, diesen Change, dass er den dann selbst initiativ dann weiterverfolgt. Aber in einem Meisterbereich war es tatsächlich so. Da war immer noch ein wirklich brillantes Shopfloor-Management, natürlich komplett weiterentwickelt oder anders einfach. Ich will jetzt gar nicht sagen weiterentwickelt, anders angepasst an die Situation und so weiter. Und dann habe ich den gefragt: Mensch, du bist ja hier das gallische Dorf, was ist denn hier los? Ja, das ist doch viel einfacher, wenn ich so mache. Ich habe doch viel weniger Arbeit, wenn ich so mache. Ja, aber die anderen, die sagen, das muss ich alles zusätzlich machen. Ja, die haben es ja nicht verstanden. Und er sagt halt, ist mir egal, ob das die Führungskräfte wollen. Ich mache das, weil ich es für mich brauche, weil ich sonst nicht in der Lage bin zu führen. Und das habe ich auch in der Aufgabe als Geschäftsführer gemerkt, dass es halt einfach sehr, sehr wichtig ist. Wir haben übrigens jetzt auch nochmal, es ist jetzt aber ein kleiner Zeitsprung, seit 2019 habe ich mit meinem Partner bei Coos zusammen und noch mit einem Dritten eine Firma gekauft in Hamburg mit 50 Leuten und da ist es im Prinzip genauso. Also da kann man jetzt da rumlamentieren, man müsste, man sollte oder man macht halt. Ja. Und das ist ein schöner Practice Ground für uns, da ein Stück weit das alles auszuprobieren und zu schauen, wie das funktioniert, ob das alles so dann anwendbar ist. Und da haben wir genau die gleichen Probleme auch wie bei anderen Kunden. Nur können wir uns halt entscheiden, ob wir für die Nachhaltigkeit kämpfen und für die Konsequenz kämpfen. Und das tun wir einfach. Und das funktioniert sehr gut. Ja. Fabrik des Jahres schon überlegt, ob du dich da bewerben dann möchtest. Ja, die ist auf jeden Fall Fabrik des Jahres jetzt schon. Ja. Nee, Spaß beiseite. Ich denke, das ist ein sehr kleines Unternehmen einfach. Und ich denke, Fabrik des Jahres, so ein Kaliber, da müsste man wahrscheinlich ein bisschen was anderes auspacken. Wir sind auch ein Stück weit, ja, versuchen uns, wie wird man schön ausdrücken, agil aufzustellen, ja, und dann dementsprechend schnell zu sein und zu handeln. Innerhalb von einem Monat haben wir es jetzt hingebracht, Luftentkeimungsgeräte zu entwickeln und den ersten Prototyp zu bauen. Und jetzt bauen wir die in Serie dort zum Beispiel, obwohl das eigentlich gar nicht unser Metier ist. Aber wir haben gesagt, das kann ja nicht so schwer sein und wir probieren es mal. Haben da eine gescheite Projektorganisation aufgebaut, Lieferantenmanagement, Sourcing und alles drum und dran. Ich selber habe dann noch die Montagelinie geplant und so weiter. Also, das sind Dinge, das ist dann schon cool, wenn man das alles im Prinzip ja gelernt hat und dann aber für sein eigenes Unternehmen dann auch mal anwenden kann, das ist dann schon nicht so schlecht. Also das macht sehr viel Spaß.
Ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast vorhin auch das Thema gebracht, also mit der Meisterei, mit diesem gallischen Dorf. Ich habe das ja tatsächlich auch selber so erlebt. Während der Ausbildung gab es ja immer diese Standards, wir brauchen diesen Zwei-Wochen-Planer und wir müssen das und das machen, um fürs Projekt, also das Projektmanagement. Und es war nicht immer einfach, das zu verstehen, warum man das braucht. Also man hatte ja Trainer, die konnten ihm das vielleicht erklären, der andere konnte es ihm nicht erklären. Das erste Mal, als ich gemerkt habe, warum das wirklich so wichtig ist für mich, ist, als ich alleine dann ein Projekt gemacht habe und ich für mich eine Struktur gebraucht habe, um ein Projekt zu machen. Und dann merkst du eigentlich, warum das so wichtig ist. Und dann, wenn ich dann jetzt heute diese Situation mit den Trainees wiederfinde, dann kann ich ihm das ja auch ganz gut erklären, warum das eigentlich das Wichtige ist für ihn später und nicht wegen dem Thema Lernen. Ich glaube, das ist immer so ein Punkt. Warum lernt man etwas, ist immer schwer zu verstehen, wenn man den Druck ausübt. Du musst das jetzt lernen. Der Mensch es von sich aus macht, dann hast du eigentlich gewonnen. Ja. Also wie gesagt, ich erlebe das sehr, sehr viel im Moment, gerade jetzt, weil ja im Prinzip ja alles ganz schnell gehen muss und es muss Effizienz her und es muss sofort Geld gespart werden. Und dann, also haben wir auch bei einem anderen Unternehmen das Thema Expertenausbildung oder Lean-Expertenausbildung dann aufgebaut. Dann haben wir das angewandt, und es hat super funktioniert. Ja, also wirklich. Einsparungsseitig war man da besser als geplant um 20%. Das Ganze war global aufgestellt, also auch in einem Niedriglohnland. Also überall hat es funktioniert. So, jetzt haben die gemerkt, ah cool, es funktioniert, super. Jetzt skalieren wir das mal. Also jetzt machen wir mal, keine Ahnung, der Anzahl Experten mal 50. Und dann sparen wir ja 50 mal so viel Geld. Aber wir haben nicht Zeit, die so lange auszubilden, weil die sollen gleich die Projekte machen. Die kann ja nicht so schwer sein. Und so ist halt einfach das sehr, sehr schwierig. Natürlich kann man denen irgendwie ein Zertifikat nach 3 oder 4 Monaten in die Hand drücken, aber das wird einfach nicht so funktionieren. Und die Konsequenz beziehungsweise den Effekt, dass es eben nicht so funktioniert, beziehungsweise dass die noch nicht fertig sind, einfach, wenn sie nur ein Projekt mal machen und dann irgendwie auf einmal losrennen. Das ist das, was sehr, sehr schwer vermittelbar ist. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich ja auch so, dass ich kann ja jetzt nicht sagen zu irgendeiner Person, die ich nicht kenne, du kannst das nicht, weil ich sage, das muss unbedingt 12 oder 16 Monate gehen, die Ausbildung. Und vorher bist du nicht in der Lage, das zu können. Genauso offen muss ich ja auch sein. Aber es ist in der Tat sehr, sehr schwierig, dann die Leute zu überzeugen, dass man 3 oder 4 Projekte machen muss und jedes Mal in so einem Projekt dann in einer anderen Rolle ist, andere Perspektiven einnimmt und auch dementsprechend was anderes lernt. Ja, dass man dann im Prinzip erst danach fertig ist. Ich hatte, das ist vielleicht auch nochmal interessant, ich bin dann mit dem Kunden zu Daimler gefahren, die das ja schon eine Weile machen, habe dann da zwei Lean-Dinosaurier getroffen. Ja. Das war perfekt. Ja. Und dann war so die Frage, ja, wir wollen ja jetzt nicht ewig von Kurs irgendwie abhängig sein, dass die unsere Trainer sind, sondern wir wollen ja auch mal selber Trainer haben und so. Und dann wurde gefragt, ja, was sagt denn ihr, wann ist denn ein Trainer? Wann ist ein Trainer richtig gut? Wie viel Erfahrung braucht denn der? Und die haben so eher in der Dimension Monate gedacht. Und dann wurde gesagt, ja, das wäre dann schon gut, wenn man so 8, 10, na besser 12 Jahre Erfahrung sollte man haben als MPS-Experte, also als Lean-Experte. Und dann sind die ja schier umgekippt, mein Kunde. Aber ich war so froh, also das war nicht abgestimmt, und ich war so froh, dass einfach diese Einschätzung, was da nach so einer Ausbildung eigentlich passiert, dass die gleich war im Sinne von, da passiert noch unheimlich viel. Also die Beschreibung war, nach der Ausbildung, da kann er geradeaus laufen. Aber
Alles andere lernt er danach und das ist ein langer Weg und so weiter. Also, und wenn man sieht, was dann da ja alles entwickelt, mit sich entwickelt mit den Leuten, wenn die die entsprechenden Aufgaben übernehmen und dann, was weiß ich, NLC und alles Mögliche dann wieder weiterentwickeln und tatsächlich diese Lean-Speerspitze auch nicht nur den Namen haben, sondern tatsächlich auch umsetzen und das sind, dann ist einem das auch klar, dass das nicht von heute auf morgen passiert und man da einfach das komplette System ganzheitlich verstanden haben muss und nicht irgendwie da sagt, ich suche jetzt irgendwie noch neue Namen für Methoden und mir fallen keine mehr ein und deshalb bin ich jetzt der Superexperte. Ne? Ja, wir haben ja unsere Skills-Matrix, das ist ja bei 60% damals praktisch als Zielerreichung für das Jahr gedacht. Und wenn ich den Menschen erzähle, warum das so ist, ja, dann merkst du, dass viele das ja gar nicht wissen, dass diese 40% ja weiter gedacht sind in deinem Leben als nach der Ausbildung zu erreichen. Mhm. Ja. Also mit deiner Führungskraft und mit den Menschen drumherum und ja. Und da habe ich auch ein gutes Beispiel, ein Thema gehabt, wo dann das vorgestellt wurde, auch auf höchster Ebene, das Thema der Lean-Expertenausbildung. Und dann wurde gesagt, was, 60% ist ja viel zu wenig, die sollen 100% haben nach der Ausbildung. Quasi von oben befohlen, dass die dann 100% haben sollen. Also das ist ja im Prinzip, ja, wir können den Maßstab inflationieren und dann haben sie halt 100%, aber es hilft ja niemandem, nur weil ich es irgendwie befehle. Also dieses, wie gesagt, das was mich am meisten umtreibt und was uns am meisten den Weg schwer macht oder das Leben schwer macht, ist, dass die Akzeptanz, Lücken zu haben im Unternehmen und dass das nichts Schlimmes ist, sondern das ist eine Riesenchance, wenn man sieht, Mensch, ich habe da noch was, da kann ich noch besser werden oder das muss ich noch besser machen, noch besser tun und so weiter. Und die Annahme, die ein Kunde dann macht, ich bin schon top-notch und super und das geht nicht mehr besser. Das ist ja im Prinzip der Anfang vom Ende. Also das ist eine Stagnation passiert dann und dann werde ich von denen rechts und links überholt, die halt einfach offener sind und sich dann tatsächlich Lücken suchen und das dann als Chance sehen. Ja, vielleicht kurz ein Schwenk aufs andere Thema. Du hast ja auch deine Lebensgeschichte gesagt und ich finde die richtig beeindruckend. Vielleicht schreibst du auch mal ein Buch darüber. Von diesem, sage ich mal, von dieser, das, was dich ja aus dem Daimler bewegt hat, hast du ja gesagt, ist Unzufriedenheit. Und ich habe auch viele Kollegen in den letzten Jahren gehabt, die auch aus Unzufriedenheit auch das Unternehmen verlassen haben oder nicht nur unser, ein anderes Unternehmen auch. Und wie würdest du heute so einen Menschen versuchen zu beeindrucken oder ihm zu erzählen, dass er vielleicht noch mal abwarten sollte, bevor er diesen Schritt geht, einfach aus Unzufriedenheit zu gehen? Und das hat ja gute und hat natürlich auch schlechte Seiten. Das kann ja auch schief gehen. Und irgendein E2 hat mir mal gesagt, das Gras auf der anderen Seite ist ja nicht immer grüner, gell? Ja, vielleicht von weitem. Ja. Und es ist tatsächlich, also ich sehe das sowohl damals als auch jetzt bei irgendwelchen Entscheidungen, ob man jetzt, was weiß ich, eine Firma kauft oder irgendwas anderes, ist es ja immer so, die Chance und das Risiko, die sind eigentlich immer gleich hoch. Ja. Also es gibt, habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass Chance und Risiko irgendwie gravierend unterschiedlich sind. Also das heißt, du, was willst du denn machen, wenn du irgendwo ein Unternehmen verlässt, dann gehst du ja ein Stück weit ins Risiko, dass es ja auch schlechter werden kann. Ja, aber es kann ja auch besser werden. Ne? Also, und je nachdem, wie du, wie stark du dein Umfeld veränderst, ja, und wie stark du ins Risiko gehst, desto größer ist dein Spielraum dann für die Chance. Und genauso ist es ja auch finanziell. Ja, also natürlich, wenn wir über einen Tagessatz irgendwie dann sprechen, über eine Tagessatzzahlung, dann ist die natürlich höher, wenn ich 200, 220 Tage ausgelastet bin, als wenn ich, ich sag mal, festangestellt bin irgendwo. Ist ja auch ganz normal, weil das ist wieder Risiko und Chance. Ich muss aber auch einkalkulieren, dass es auch schlechtere Zeiten geben kann, wie jetzt zum Beispiel auch. Ja? Wir waren
Ende 2018, Anfang 2019 40 Leute und sind jetzt runtergefallen auf 10, 11. Ja. Also das heißt, die anderen haben jetzt gerade nicht so viel zu tun dann dementsprechend und es ist auch schwierig, aktuelle Projekte dann zu finden. Aber dieses Risiko, das hast du einfach immer, aber dafür hast du auch die Chance. Und ich habe auch oft Leute erlebt, die dann halt, wenn man dann die alten Kollegen mal wieder trifft, dann gibt es im Prinzip zwei Kategorien. Also die eine Kategorie ist, die sind dann immer noch quasi beim Unternehmen und haben sich arrangiert. Denen macht es aber Spaß oder sie haben was gefunden, das ihnen Spaß macht und arrangieren sich einfach mit Situationen. Wenn man merkt, man kommt irgendwo an eine Grenze, was das Thema Karriereaufstieg angeht, ja, und die anderen, die bleiben beim Unternehmen und sind aber die ganze Zeit unzufrieden. Ja. Und ich glaube, das macht ein Mensch, das ist nicht gesund. Und das war bei mir auch so. Ich habe mich dann auch irgendwo im Kreis gedreht, irgendwie immer. Und ich habe ja gewusst, wenn ich jetzt dann von einem Unternehmen, das sehr stationär war quasi mit dem Werk, weggeht, dann heißt es, ich muss mehr reisen. Das ist privat ein Einschnitt. Also das heißt, das ist auch ein Stück weit, was man hergeben muss. Ich habe bestimmt auch viel Zeit von meinen Kindern dadurch, durch meine Beraterzeit dann verpasst. Aber ich sage mal, das habe ich dann einfach investiert. Ich kann das jetzt nicht zurückdrehen, aber es hat sich, denke ich, ausgezahlt und zwar war eine prima Sache dann am Ende. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, die Chance und das Risiko sind bei Entscheidungen immer gleich oder bei Gabelungen jetzt im Lebensweg. Und wenn das Risiko hoch ist, muss die Chance auch hoch sein. Und eine hohe Chance ohne hohes Risiko gibt es nicht. Ja. Das ist genauso wie bei Investments, gell? Ja, genau. Ja, deshalb ist es immer das Gleiche eigentlich und lass dir nichts anderes einreden. Ja. Jetzt, genau. Ja, Dirk, du hast es ja schön erwähnt, seit 2008 bist du dann, hast du dein eigenes Unternehmen. Wie ist denn das jetzt so über die Jahre gegangen? Wie hat sich das entwickelt? Wie hast du dich in der Zeit als Unternehmensgründer und auch Leiter entwickelt und Managing Director? Wie ist die Zeit vergangen? Ja, also es war eine auch teilweise eine turbulente Zeit. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn mich 2008 jemand gefragt hätte, so der Klassiker, mach mal einen Plan, wo du in 5 Jahren bist, ich wäre sowas von daneben gelegen. Also das wäre alles Quatsch gewesen. Und noch mal 5 Jahre weiter wäre ich noch viel weiter daneben gelegen. Also deshalb, das kann man tun. Ob man danach ins Schwarze trifft, ist das Nächste. Also wie hat sich das entwickelt? Groß war 2008 eine One-Man-Band, sagen die Engländer immer. Also sprich, das bestand aus mir und dann war es das. Ich habe dann auch gemerkt, Mensch, das ist ja blöd, weil dann hängt ja immer das alles von mir ab, im Sinne von tatsächlich, ich muss funktionieren, sonst verdiene ich kein Geld. Und wenn man dann mal in Unternehmen reinhört und bei den Unternehmen ist und dann irgendwie so aufschnappt, Mensch, jetzt der Kollege ist jetzt schon seit einem halben Jahr weg irgendwie, ist krank oder irgendwas, wo ich dann denke, boah, als Selbstständiger, um Himmels Willen, was ist denn das? Das ist ja übel, also da wäre ich ja, ja, das wäre schrecklich für mich, wenn ich nicht leisten kann. Und wenn einem das mal bewusst ist, dass das tatsächlich ja einfach auch ein Risiko ist, das Ganze, dass es dann von der persönlichen Leistungsfähigkeit abhängt, ist dann die Frage, wie schafft man das, den Fokus ein Stück weit weg zu schieben, dass es jetzt nicht unbedingt mehr von der Leistungsfähigkeit von einem selber dann abhängt, dass man dann selber funktioniert. Und das war mein Ziel. So nach 2009 dachte ich, Mensch, da muss man was tun, um das einfach zu verändern. Ich habe dann 2013, also ich habe immer wieder mir Leute dazugeholt, wenn Kapazität einfach zu knapp war und ich noch Unterstützung im Projekt brauchte. Das war aber, ich sag mal, eher so jetzt weniger was komplett Permanentes, auch mal für mehrere Monate, aber jetzt nicht tatsächlich dauerhaft, dass ich jetzt sagen könnte, da waren jetzt Mitarbeiter wirklich an Bord. 2013 ist dann mein Freund Goran Čuric eingestiegen. Das hat super gepasst im Gesamtsetting. Also da könnten wir auch wieder ein eigenes Buch dazu schreiben, wie
sich parallel die Wege dann entwickelt haben. Und 2013 ist er, wie gesagt, bei Coos eingestiegen, als gleichberechtigter Partner dann auch und zweiter Managing Director. Und seither haben wir das Ganze ein Stück weit professioneller aufbauen können. Und was ganz interessant war, auch von den Persönlichkeiten her sind wir eigentlich total unterschiedlich, aber wir ergänzen uns so perfekt, das ist wirklich schrecklich. Also ich sage immer, jeder ist für sich 100%, zusammen sind wir aber 400. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut bei uns. Und jeder bringt im Prinzip das mit, was dem anderen vielleicht ein Stück weit noch fehlt. Und deshalb haben wir es auch dann geschafft, durch eine strukturelle Weiterentwicklung ein Stück weit getrieben durch, ich sag mal, sein Temperament auf der einen Seite und stabilisiert durch meine Vernunft. Ich weiß es nicht, wie ich es ausdrücken soll, ja. Ich kenne Goran auch. Also ja, genau. Ich hoffe, er ist mir jetzt nicht böse, ja. Aber ich denke, er weiß genau, wie ich das meine und ich verdanke da auch tatsächlich ganz viel dran, dass es so funktioniert hat und dass wir da heute stehen, wo wir tatsächlich stehen. Und wie hat sich dann entwickelt für uns vom Setting her? Es war tatsächlich sehr schwierig, die Kunden von mir, die ja nur mich gewohnt sind oder waren, beziehungsweise dann nachher nur Goran gewohnt waren, dann daran zu gewöhnen, dass auch vielleicht jemand anders mal kommt, der anders heißt und anders aussieht und der das aber auch gut macht. Also das war tatsächlich ein schwieriger Punkt, da andere Leute reinzukriegen, weil das Vertrauen war halt einfach da zur jeweiligen Person und auch die Beziehung. Und wir haben uns dann, ich sag mal, auf eine andere Funktionsebene begeben, dass wir auf der einen Seite natürlich mehr für Akquise machen konnten und tatsächlich Kunden betreuen konnten und auf der anderen Seite uns rausgezogen haben aus dem Tagesgeschäft im Sinne von, ich bin da Fulltime im Projekt und macht Projekte komplett alleine. Das Gute ist, wir können es alleine machen, weil wir es halt auch immer gemacht haben. Und wenn irgendwie mal Not am Mann ist, dann machen wir das auch, aber tatsächlich immer nur für eine ganz begrenzte Zeit. Und ich sage mal, das war ein Stück weit auch der Enabler und ein Erfolgsfaktor auf jeden Fall, der uns da das Wachstum beschert hat. Und wenn ich von Wachstum spreche, dann war das tatsächlich mit bis zu 40 Leuten schon sehr beeindruckend dann nachher. Ich habe dann als manchmal selber Angst bekommen vor den Zahlen, die da auf dem Tisch lagen. Wenn man da schaut, wir waren auf, keine Ahnung, 4 Kontinenten, 20 Ländern und also wahnsinnig unterwegs. Das war schon verrückt. Auch die Internationalisierung, das war auch so ein sehr, sehr interessantes Gebiet, wo wir uns ab und zu mal eine blutige Nase geholt haben, aber was dann am Ende ganz gut funktioniert hat. Also wir haben jetzt auch immer noch eine China-Firma, also Coos China ist am Start und lebt. Denen geht es eigentlich gerade besser als uns. Deshalb, das sind solche Dinge, wo wir auch in den letzten Jahren einfach aufgebaut haben. Und das hat war sehr interessant. Egal, um was es geht, ob das jetzt irgendwie Abrechnungsmodalitäten, rechtliche Dinge oder sonst irgendwas geht, das war richtig nett, da viel dazu zu lernen. Und auch die Funktion hat sich ein Stück weit verändert, dass man jetzt halt einfach, ich mache Finanzen und Controlling und so weiter und bin halt relativ viel jetzt tatsächlich auch im Office und Goran ist da ein Stück weit noch mehr unterwegs, der ist dann mehr an der Front. Ja, interessant, also Goran, also als ich gesagt habe, ich kenne ihn, also erstmal von der Mentalität habe ich dann das mit der Mentalität verbunden. Wir haben ja, sage ich mal, gleiche Roots sozusagen. Aber ich habe Goran tatsächlich kennengelernt, als er sein erstes oder eines seiner ersten Expertenprojekte in Bad Cannstatt gemacht habe. Und auch schon ihn erlebt damals als jungen Experten, aufstrebenden Experten aus Hamburg kam. Ich glaube, der hat in Hamburg angefangen. Ja, genau. Und
Und das finde ich auch total interessant, wie viele Dinge sich da verzweigt haben während dieser Ausbildung damals und wie groß das Netzwerk ist. Das ist wirklich verrückt. Also viele, viele Leute sind ja dann auch, egal ob es jetzt der Carsten Sauer ist oder der Thomas Walter oder die sind ja Geschäftsführer hier, Geschäftsführer dort und so weiter. Und das Nette ist, das sind alles Kunden von uns, ne? Also, das ist natürlich auch toll, wenn man dann auf so eine fähige, ich sag mal, auf so ein fähiges Netzwerk schaut. Und denen musst du gar nicht groß irgendwas erklären, weil die sind ja im Prinzip ja noch im Lean-Expertenmodus, ja. Und du sagst denen irgendwie, rätsch, 2 Stunden irgendwie über die Freizeit und eine halbe Stunde designst mal schnell das Projekt. Und aber jeder weiß ganz genau, was er will und was der andere meint. Und du hast eigentlich fast nie 2 Meinungen an dem Punkt. Das ist sehr, sehr interessant, wie einfach das vom Verständnis und vom ja, von der Linie einfach, ich würde fast sagen, normiert ist, ja, mit dieser Ausbildung dann hinten dran. Du hast vorhin gesagt, 2008 konntest du dir das nicht ausmalen, was in 5 Jahren passiert oder in 10 Jahren. Oder würdest du dir dich jetzt zutrauen, so einen Blick nach vorne zu werfen und mit der Weisheit und der Erfahrung und mit allem, was du durchgemacht hast, was du, wo 5 Jahre später Kurs steht? Es ist umso schwieriger, tatsächlich da was zu sagen, weil auf der einen Seite, also es war auch schon mal tatsächlich der Punkt, wo wir Kurs tatsächlich fast verkauft hätten. Das wäre mir ein bisschen schwer gefallen. Auf der anderen Seite hätte ich es interessant gefunden oder fand es auch interessant, dass sich da jemand dafür interessiert und dem so einen Wert dann beimisst. Ja. Aber jetzt tatsächlich zu sagen, wo sind wir dann in den nächsten, was weiß ich, 5 oder 10 Jahren, ist schwierig. Ich bin da nicht so der Visionär. Ich lasse es einfach kommen und es funktioniert einfach immer ganz gut. Ich bin ja selber schon 48, ne, und ich weiß nicht, ob ich mit 50 noch Lust habe zu arbeiten. Deshalb, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Also das nehme ich dir nicht ab. Ja gut, was heißt zu arbeiten? Also ja doch, das kann ich mir ruhig abnehmen. Frage ist, Und was du unter Arbeit dann verstehst. genau, ja. Also ich mache tatsächlich nur noch Dinge, die mir Spaß machen. Ja. Und wenn ich, also man ist innerlich sehr, sehr viel unabhängiger, wenn es jetzt mal, ich sage mal, 13, 14 Jahre gut gelaufen ist, dann kann man sich das auch mal leisten zu sagen, nee, wisst ihr was? Nö, da machen wir jetzt nicht mehr weiter, weil es macht einfach keinen Sinn. Es macht keinen Spaß. Euch wird es auch keinen Spaß machen und deshalb lassen wir das jetzt einfach. Also so, das ist nett, aus so einer Position raus arbeiten zu können, tatsächlich nur noch Dinge zu machen, die einem Spaß machen. Und es gibt noch ganz, ganz viele Dinge, die mir Spaß machen würden, auch jetzt in Zukunft. Da drüben in unserem Lagerraum ist ein neues Projekt, das ich da angehe. Das hat gar nichts mit Lean zu tun, ist trotzdem total interessant und es gibt noch andere tolle, tolle Hobbys. Ja. Ja, wir haben uns ja mal damals unterhalten, mit Traktoren war es und solche Sachen, gab es ja auch mal was, gell? Aber das nehmen wir mal ein anderes Mal rein. Ja, das gehört, aber das ist tatsächlich wichtig. Das gehört alles zu der Strategie. Mach's von dir nicht abhängig. Also, ich habe es netter genannt. Ich habe es genannt, Grundrauschen aufbauen, glaube ich. Ja. Und also Grundrauschen im Sinn von, dass wenigstens irgendwie eine Infrastruktur geschaffen wird, die jetzt unabhängig ist von meinem Funktionieren. Und damit meine ich, wenn jetzt irgendwie andere Firmen da sind, die gut performen und so weiter, oder irgendwie, was weiß ich, Immobilien, Solaranlagen, you call it. Deshalb ist es ein Punkt, wo tatsächlich das alles sehr, sehr diversifiziert ist mittlerweile. Und das war auch der Plan. Und man sich aus der Position raus dann auch tatsächlich sagen kann, nö, das wird keinen Spaß machen, deshalb lassen wir das lieber. Also, und das ist eine nette Sache, wenn man sich dann darauf konzentrieren kann, was dann am Ende tatsächlich Spaß macht. Ja. Alles klar. Dann bedanke ich mich. Patrick, möchtest du die letzten Worte sagen? Vielen, vielen Dank für deine Zeit und sehr gut kennenzulernen und sehr gut in deiner Zukunft, in der Arbeit. So, ja. Yeah.
Alles klar, vielen Dank euch auch. Ich finde es sehr interessant, was ihr macht und bin gespannt, was daraus wird. Ja.